Ich gehöre zu denjenigen, die seit 2017 regelmäßig, nicht immer, aber immer öfter sozusagen, an den Waldspaziergängen und an den Dorfspaziergängen am Tagebau Hambach und Tagebau Garzweiler teilnimmt. Diese Spaziergänge werden durchgeführt von einem Waldführer und seiner Partnerin, Michael Zobel. Und dass sie dieses angefangen haben, ist ein großes Verdienst. Denn damit haben sie die Aufmerksamkeit gelenkt auf den Zustand dort, auf die Vernichtung des Hambacher Waldes, von dem nun immer gesagt wird, dass der gerettet sei, was er mitnichten ist, weil ihm das Wasser abgegraben ist und er keine Chance hat zu überleben. Also sind die ganzen Sprüche von wegen, aber der Wald ist doch gerettet, ist alles gelogen. Waldspaziergang. Im Winter und im Sommer, im Frühling und im Herbst, in einem Wald, den du nicht oft aus alten Zeiten erbst, mit ewig alten Bäumen ein Zehntel nur noch steht, der majestätisch den empfängt, der dort spazieren geht. Bewohnt und nicht verlassen, wie eine eigene Welt, die, wenn wir uns nicht wehren, bald in sich zusammenfällt. Denn RWE will Kohle und will, dass es bald geschieht, sich Bagger durch den Boden fressen, nur für den Profit. Mal im Wald spazieren gehen, mit Begleitung und geführt, dass man dort in der Natur den Wald erkundet und erspürt, vom Leben dort belebt und so das Leben nicht verdirbt und RWE nicht roden darf, damit der Wald nicht stirbt. Eva und Michael, wir träumen euren Traum, im Wald begrüßt von jedem Busch und jedem Baum. Bei Hitze und bei Regen, bei Nebel und im Schnee, von der Sonne schweißgebadet, in der Kälte wärmt der Tee. Bei Wind und Wetter, Tag und Nacht, falls nötig, festgekrallt. So schützen Menschen hoch im Laub der Bäume diesen Wald. Mehr als 60.000 kamen auf Besuch hierher. Ein Ende ist nicht abzusehen, es werden immer mehr. Keiner stellt sich vor, was hier noch bleibt, wenn nichts mehr bleibt. Und RWE mit Polizei die Waldschützer vertreibt. Bald 100 Mal im Wald spazieren gehen, mit Begleitung und geführt, dass man dort in der Natur den Wald erkundet und erspürt. Vom Leben dort belebt und so das Leben nicht verdirbt und RWE nicht roden darf, damit der Wald nicht stirbt. Eva und Michael, wir träumen euren Traum, im Wald begrüßt von jedem Busch und jedem Baum. Die Pracht der Frühlingsblüte hält nicht das ganze Jahr. Und wenn im Herbst die Blätter fallen, seid ihr dann wieder da. Wenn RWE sich anschickt, es wieder zu probieren, den Wald zu roden, um danach nur Stroh zu exportieren.
Das Grundwasser ist längst schon vor den Pumpen abgetaucht. Der Wald hat längst nicht mehr die Quellen, die er dringend braucht. RWE verwandelt Heimat mit Maschinenkraft, wenn man sich nicht dagegen stellt in eine Mondlandschaft. 100 Mal im Wald spazieren gehen, mit Begleitung und geführt, dass man dort in der Natur den Wald erkundet und erspürt, vom Leben dort belebt und so das Leben nicht verdirbt und RWE nicht roden darf, damit der Wald nicht stirbt. Eva und Michael, wir träumen euren Traum, im Wald begrüßt von jedem